können? Liebe Freundinnen, Freunde von Poissyl, womit lässt sich Poissyl vergleichen? Nun, Poissyl ist wie eine köstliche Praline. Aus dem reichhaltigen und erlesenen Sortiment der Konfiserie Mix aus München. Ehemals königlicher Hoflieferant. Ist nun Poissyl so etwas wie eine Pistazien-Nougat-Praline? Oder ein Arachmarzipan-Krokant? Ich glaube eher so etwas wie eine Chili-Buttertrüffel. Und wer ist Jürgen Miksch? Er ist auf dem Hintergrund väterlicher Vererbung der grandiose Hersteller von bislang nicht gekannten gesellschaftspolitischen Mixturen. Und der Höhepunkt seiner vielgestaltigen Lebensleistung, er ist der, der mit dem Dalai Lama tanzte. Leider im Internet nicht zu finden ist, aber auf meiner Bio-Festplatte im Kopf gesichert ist. Arm in Arm mit dem Dalai Lama und dem Friedensforscher Karl Friedrich von Weizsäcker legt Miksch auf dem Evangelischen Kirchentag 1993 auf der Bühne ein Tänzchen hin. So eine Art Männerballett. Es ist der Höhepunkt seiner bisherigen Biografie. Höhepunkt vor allem seiner medial geprägten Kindheit und Jugend. Denn seine eigentliche Berufung schien doch die eines Schauspielers zu sein. Zu seinem 60. Geburtstag gab es eine Animation über ihn, mit Standfotos aus dem Märchenfilm Hänsel und Gretel. Der satirische Text stammte von unserem Hauspoeten Bernd Wesowitsch. Ich war für die Präsentation verantwortlich, sie ist noch im Internet zu sehen, allerdings läuft sie nicht unter Firefox. Dass der Hänsel-Darsteller nicht in Hollywood landete, sondern Theologe wurde, glaubt der Text mit dem Bild der beiden Kinder belegen zu können, die sich im Wald verirrt hatten und mit gefalteten Händen um den rechten Heimweg beteten. Was wir damals noch nicht wussten und ich erst auf Wikipedia entdeckte, war, dass Jürgen Miksch seinerzeit als bayerischer Bauer mit wohl gutem Hochdeutsch ein veritabler Medienstar war und in Filmen, auf der Bühne und im Rundfunk aufgetreten ist. Von den immerhin 7 Filmen, denen er mitspielte, erwähne ich nur den Film Angst von 1954 nach der gleichnamigen Novelle von Stefan Zweig unter der Regie von Roberto Rossellini. Die Hauptrolle hatte Ingrid Bergmann übernommen. Jürgen Miksch war ihr Sohn. Auf der Bühne brillierte er ebenfalls 1954 in Warten auf Godot. Dabei führte kein geringerer als Fritz Kortner Regie. Und mit von der Partie war Heinz Rühmann. Von den Hörspielen, an denen er beteiligt war, nenne ich wenigstens das über Wilhelm Tell. Dabei hat er wieder einen Sohn zu spielen, nämlich den Sohn Tells, Walter. Nun könnte man sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jürgen Miksch habe es immer verstanden, sich auf sympathische Weise in Szene zu setzen.
Der Tagesspiegel von Berlin bezeichnet ihn in einem Artikel über Proasyl im Jahre 2008 als charmanten Dynamiker mit silbernem Haarschopf und Bart, dem seine seinerzeit 67 Jahre kaum anzumerken seien. In wissenschaftlicher Einschätzung der Schauspielkunst wird darauf verwiesen, dass Schauspieler aufgrund ihrer emotionalen Flexibilität gleichsam, jetzt Zitat, nicht zu Ende sozialisierte Individuen seien. Die eine dynamische Persönlichkeitsstruktur beibehielten. Auf jeden Fall hat ihn die emotionale Flexibilität nicht nur dazu befähigt, mit Persönlichkeiten unterschiedlichster Couleur in Verbindung zu treten, sondern sie sogar an einen Tisch zu bringen und auf gemeinsames Tun hin zu motivieren. Das kann auch Proasyl mit seinen hochkompetenten, aber auch eigenständigen, ursprünglich in meinem Text, eigenwilligen Persönlichkeiten sehr gut. Ich habe Jürgen Miksch bereits vor Jahrzehnten als Ausländerreferenten und Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche Deutschlands in Frankfurt kennengelernt. Genauer als den Initiator und Vorsitzenden des Ökumenischen Vorbereitungsausschusses zum Tag des ausländischen Mitbürgers, später umbenannt zur Woche der ausländischen Mitbürger, schließlich zur interkulturellen Woche. Hier brachte er Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Menschenrechtsorganisationen und nicht zuletzt die Gewerkschaften zu einer höchst effektiven Zusammenarbeit in Sachen Integration zusammen. 1980 verfasste er die 10 Thesen, man denke an die 10 Gebote, zur Bundesrepublik als multikulturelle Gesellschaft. Da er damit in seiner Kirche gehörige Schwierigkeiten bekam, überließ er es mir. Sie im Dominikanerkloster in Terndonklo genannt, die Öffentlichkeit vorzustellen. Ich bekam an dieser Stelle keine Schwierigkeiten. Schließlich ist Geschmeidigkeit, ohne je die eigentlichen wichtigen Ziele aufzugeben, eine seiner charakteristischen Eigenschaften. Der Theologe und Soziologe Jürgen Miksch war 1984 dann Studienleiter der evangelischen Denkfabrik am Starnberger See, der Akademie Tutzing. Dort fungierte er auch als stellvertretender Direktor. Er hat dazu beigetragen, dass das Thema Migration und Asyl zu einem wichtigen Thema der Akademiearbeit in der Bundesrepublik wurde. Dem Selbstverständnis der Akademien entsprach es, und hier konnte sich Miksch voll entfalten, Zitat, die Toleranz der Weltoffenheit zu erproben und zu pflegen, unterschiedlichstes Denken und Handeln in Streitgesprächen zusammenzuführen und zu erkunden, wo es zu produktiven Möglichkeiten lebendiger Kompromisse und verantwortlichen Zusammengehens kommen kann. Soll ich das mal wiederholen? In Tutzing verfügte Jürgen Miksch über beste Kontaktmöglichkeiten, was er bis heute extensiv und intensiv zu nutzen wusste. So entwickelte er auf einer Tagung der Akademie im Oberfränkischen Hof zusammen mit dem unvergessenen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen in Deutschland, René van Rooyen, der auf Gerche Karrenbrock intensiv zusammengearbeitet hat,
die Idee einer bundesweiten Flüchtlingsorganisation. Gedacht war an einen Zusammenschluss aller im Asylbereich agierenden Organisationen. Vorgespräche, deine Konsultation in Tutzing selbst ergaben aber, dass sich wichtige Organisationen nicht zu einer Mitgliedschaft in der geplanten Vereinigung verstehen konnten. Was nicht in meinem Text steht, anfangs haben die sogar dann von der Zusammenarbeit abgeraten. Mick Sterber über einen enormen Einfallsreichtum verfügt, ließ sich dadurch nicht von der Gründung eines bundesweiten Asylvereins abhalten. Sie erfolgte dann heute, vor 26 Jahren in Frankfurt, auf eine reichlich unkonventionelle Art, nämlich als Vereinigung von Personen, die in den maßgeblichen gesellschaftlichen Einrichtungen für die Asylarbeit zuständig waren, aber bei Pro Asyl nicht ihre Organisationen vertraten. Raffiniert. Auf diese Weise konnte auch die gewerkschaftliche Seite hinzugewonnen werden, nicht zuletzt die IG Metall, deren Beteiligung ich auf einem IG Metall-Kongress als die Zusammenarbeit von Elefant und Maus bezeichnet habe. Die entscheidende zweite Säule von Pro Asyl, der Name übrigens ein höchst wirkungsvoller Einfall von Jürgen Miksch, waren dann die Landesflüchtlingsräte. Sie vor allem verschafften Pro Asyl von der Basis her die Legitimation, Stimme der Flüchtlingssolidarität zu sein. Dazu kamen dann 1988 der Förderverein Pro Asyl und schließlich die Stiftung Pro Asyl. Hier in der Arbeitsgemeinschaft und im Vorstand ist Jürgen Miksch der geborene Vorsitzende. In Krisenlagen sogar mit gewissem autoritären Touch. Diese anspruchsvolle Tätigkeit bei Pro Asyl konnte Jürgen Miksch indes nicht davon abhalten, 1994 den Interkulturellen Rat zu gründen und auch dort den Vorsitz zu übernehmen. Nach bewährtem Muster arbeiten hier Persönlichkeiten unterschiedlicher Herkunft und Nationalität sowie aus diversen gesellschaftlichen Gruppen wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Religionsgemeinschaften, Migranten- und Menschenrechtsorganisationen, Kommunen und staatlichen Stellen, Medien, Wissenschaft und Sport zusammen. Gemeinsam mit mehr als 70 bundesweiten Organisationen und Einrichtungen verantwortet der Interkulturelle Rat die Durchführung der Internationalen Wochen gegen Rassismus, einer wichtigen Ergänzung zur Asylarbeit im engeren Sinn. Aber damit nicht genug. 2001 ist das Gründungsjahr des Abrahamischen Forums in Deutschland, wo Jürgen Miksch die Aufgabe des Moderators hat. In diesem Dialogforum wirken Personen mit, die durch Projekte zu einer Verständigung zwischen Christentum, Judentum und Islam, der sich auf Abraham beziehenden Religionen beitragen wollen. Dazu kommt dann 2002 noch das Deutsche Islamforum. Auch hier ist Jürgen Miksch Initiator und Moderator. 2011 fand die 10-jährige Jubiläumsveranstaltung des Abrahamischen Forums in Frankfurt statt. Und ich traute meinen Augen nicht, als ich dort in erster Reihe den langjährigen bayerischen Innenminister und späteren Ministerpräsidenten Günther Beckstein CSU ausmachte. Für mich war seine Asylpolitik Inbegriff der Abwehr und Abwertung von Flüchtlingen. Spontan wollte ich aufspringen und den Saal verlassen. Ich bin aber dann über meinen Schatten gesprungen und neben Andreas Lipsch sitzen geblieben. Wie weit
Jürgen mitzugehen bereit war, war, dass ein Vorfall, ein Beispiel bereit war, wenn es sich um die Erreichung eines wichtigen Vorhabens handelte. Ich musste allerdings im Nachhinein daran denken, dass ich irgendwann einmal über ihn gesagt hatte, er sei gegebenenfalls willens und in der Lage, den Papst mit des Teufels Großmutter zu verkuppeln. Für seinen geplanten Rombesuch, ich das sagen darf, mit seiner Tochter, habe ich ihm übrigens einen Limburger Reiseprospekt gemailt, der auch eine Papstaudienz vorsieht. Allerdings nur eine Generalaudienz. Ich habe überlegt, wie ich die Tätigkeit von Jürgen Miksch auf einen Begriff bringen könnte. Besonders markant sind natürlich seine vielfachen Präsidentschaften, aber er war ja auch Moderator, Mediator, Koordinator, Kommunikator und Initiator. Vergangenen Samstag hat die Frankfurter Rundschau eine mir besonders passend erscheinende Benennung geliefert. Es ging um die turnusmäßige Übernahme des Vorsitzes im UN-Sicherheitsrat durch die Bundesrepublik Deutschland. Ihr renommierter Vertreter wurde in dem Bericht als Netzwerker bezeichnet, wohl vom englischen Networker her abgeleitet. Ich könnte diese Benennung übernehmen, zumal sich Pro Asyl ja ausdrücklich als Netzwerk versteht. Ich tue dies allerdings mit einer kleinen Vokaländerung, dem ich Jürgen Miksch statt als Netzwerker eher als Netzwirker bezeichne, als bestrickenden Netzwirker.